dick im Plus gemacht. Aktienkäufer-Pad hier am Start. Aktionärs-Pad. Und dritter Knacks ist, wenn du dir Sachen doppelt und dreifach kaufst. DA got the dope. Entspannt, Freunde. Schauen wir uns jetzt hier zu Beginn ja ein Video an für die Fashion-Polizei, Freunde. Selbstverständlich muss sie wieder rausrücken. Und als erstes schauen wir uns die letzten Einkäufe vom Justin an. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Fashion Pack Opening. Aber weil die Gönjamin-Wochen in letzter Zeit so krank laufen, ist das ja nicht verwunderlich. Die laufen aber dieses Mal nicht bei mir, sondern ich habe, ich glaube, 90% der Sachen so bekommen. Oder 80% der Sachen. Einfach so bekommen. Und ja, ich dachte, bevor die noch länger hier rumliegen, zeige ich euch die einfach. Manche mit zwei Sachen auf jeden Fall oder drei gekauft. Na gut, so viel ist es jetzt auch nicht. Ich erzähle zu jedem Piece eine kleine Story. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das ist super nice. Also ich freue mich auch nochmal, dass ich so Sachen einfach so bekomme. Wir fangen an mit den Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Und zwar sind das ganz klassische Nike Air Force. Leute, ihr wisst es wirklich nicht, was das für ein Film im Moment ist. Ich glaube, ich muss euch nicht meine zeigen, die ich mir gekauft habe, oder? Guck mal, ich zeige euch den anderen. Okay, ich zeige euch jetzt den anderen. Spoiler-Pad. Also, ihr könnt euch noch an den erinnern, den Air Force One, den Low-Top, mit, keine Ahnung, diesen Punkten und Sternen drauf, den ich mir um 2 Uhr morgens auf Lostpad angelehnt, wo der Knacks einfach von der Seite kam, gekauft habe. Vielleicht sogar der größte Fehlkauf meines Lebens. Real Talk. Aber zeitgleich habe ich mir noch andere gekauft. Jetzt no joke, ich habe jetzt 2 Paar gekauft. Einmal dieses öde Paar und noch ein anderes Paar, was besser ist. Frage ist, wie viel besser er ist. Es ist natürlich kein weißer. Ja, warum denn auch einen weißen Clean kaufen? Ja, es macht manchmal keinen Sinn, meine Moves, aber egal, komm mal. Ja, wer nicht probiert, der nur verliert. Ich weiß jetzt schon, dass ihr euch der auch nicht gefallen wird. Ich weiß es einfach jetzt schon, dass er euch auch nicht gefallen wird. Ich sag euch aber ehrlich, ich finde ihn nicht schlecht. Es gibt ein Problem bei diesem Schuh. Und zwar ist das ein Air Force One in Weiß mit ein bisschen Farbe, aber High Top. 1 High Top nice, 2 Wack. Einfach nur 2 am Start. Bro, was ist mit mir los? Ich weiß es selber nicht. Chat, oh komm, der ist gar nicht so schlecht. Der ist nicht so schlecht. Nein, ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn nicht kacke. Ich mache jetzt sogar Abstimmung. Den wir als erstes gesehen haben, den ich euch letztes Mal irgendwann gezeigt habe, da gibt es auch ein Video, by the way, auf YouTube. Der war wirklich sehr lost. Also, wie ich auf den Gedanken kommen konnte, erschließt sich mir heute immer noch nicht. Ist der jetzt besser als ein cleaner, weißer Low-Top? Vermutlich nicht. Oder ganz sicher nicht. Aber irgendwie habe ich den gefühlt, als der Knacks mich gehittet hat. Plus, ich würde ihn halt selbstverständlich mit einer Skinny Jeans anziehen und dann hier noch reinstopfen, die Hose. Genau das machen wir eben nicht. Aber ich finde, so mit einer weiten, steckenden Hose geht das klar. Was sagt denn Chat hier jetzt? 68% Wack. 68% sagt Wack. Ich brauche nichts sagen, ihr wisst, einfach Knacks. Wenn man online kommt, auf Instagram bei mir, einfach clean Air Force haben, weil ich hatte Bock, die zum Outfit anzuziehen, damit das so ein bisschen so dezenter ist. Outfit besteht übrigens aus den Sachen hier, glaube ich. Ich muss noch gucken, ob ich da noch was ändere. Die hier rumliegen. Ja, es sind ganz normale weiße Air Force. Ich glaube, mein erstes Paar. Ich glaube, ich hatte immer irgendeine Special-Version. Eiskalt. Willkommen im Club, Justin. Ich meine, jetzt zwar nicht mehr, aber same. Noch nie einen besessen. Einen cleanen, weißen Low-Top Air Force One. Noch nie. Irgendwelche komischen, customized. Also irgendwie immer so welche, wie wir gerade gesehen haben. Also nicht ganz so schlimme. Ja, es gab auch ein paar nice. Aber noch nie einen clean weißen. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß es nicht. Aber noch nie ganz clean weiße Air Force. Das ist tatsächlich was ganz Besonderes, mein allererster. Und ihr wisst nicht, was das für ein Film ist, diese Schuhe zu bekommen. Auf Nike ausverkauft. Auf eBay Kleinanzeigen gibt es keinen in der Nähe. Hier in Köln kannst du sowieso jeden Store vergessen. Ich war in Düsseldorf, da gibt es auch keinen Store, der die hat. Und ein Freund von mir hat mir die aus Bonn tatsächlich mitgebracht. Ich bin ja jetzt in 2 Tagen im Urlaub in Portugal und ich kann mir sogar vorstellen, dass die da jetzt ohne Witz im Outlet chillen. Ich will nicht vorher prophezeien, aber ich kann es mir vorstellen. Mal gucken, ob es dann wirklich der Fall sein wird. Ich werde da sein
Und selbstverständlich, wer mir auf Instagram folgt, wird es natürlich hautnah miterleben. Wer jetzt nicht folgt, Lappen. Ich glaube, das ist aber, ich weiß nicht, was das für eine Edition ist. Ich glaube, das ist so diese slimmere Edition oder so, aber die sieht eigentlich am Fuß ganz normal aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine Ahnung, warum Air Force gerade so limitiert sind. Vielleicht wegen Corona, weil währenddessen nicht produziert werden konnte oder so. Auf jeden Fall sind das ganz clean. Weiße Air Force. 100 Euro. Schade, nicht die zu haben. Und ich habe die angezogen und gedacht, ey Alter, warum habe ich mir die erst jetzt geholt? Eigentlich könnte man nicht so zwei, drei Paare, damit man immer so ein cleanes beiseite hat. Weil ich finde, wenn die so ein bisschen durchgelatscht aussehen, sehen die schnell so ein bisschen assi aus. Wisst ihr, was ich meine? Abgeranzte Air Force One können auch sehr, sehr krass den Vibe catchen. Sehr, 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 sehr gut. Also hatten wir auch schon mal das Thema. Es gibt einmal diesen crispy clean Vibe und es gibt einmal diesen dirty Vibe. Und beide kann man mit den Air Force One catchen. No cap. Es war eine Capital Jeans, eine japanische Marke. Made in Japan steht auch drauf. Ja, so sieht die aus. Sehr destroyed. Capital, geisteskranke Brand. Ich glaube, die Hose feiere ich jetzt nicht so mega krass, außer sie hat einen sehr wilden Fit. Muss ich mal on body sehen, aber so weiß ich nicht. Ein Kollege von mir hat so einen Online-Shop aufgemacht und hat gesagt, yo, ey, check mal ab, du kannst schon vorher auf die Seite und so. Und dann habe ich die gesehen, 400 Euro hat die gekostet. Ist sehr viel, aber erstens, die Qualität, Verarbeitung ist sehr nice. Und der Schnitt ist auch krass. Okay. Wenn die einen wilden Schnitt hat, dann nehme ich alles zurück. Dann kann sie sehr, sehr krass kommen. Sehr krass. Ja, Fit ist nice, aber jetzt nicht super, super wild. Also ist schon wild, aber nicht dieses Wildquadrat. Aber ist cool. Fast keine Jeans, außer ich mache die selber jetzt mit Peso oder so. Die so einen Schnitt haben, dass die unten auch wirklich cool so stacken und ein bisschen weiter werden. Ja, ist schon der Vibe. Also, ich will nicht haten. Ist eine coole Jeans. Aber es gibt auch diese sehr, sehr krass steckenden Jeans, die wir heute, die wir auch sehr häufig momentan sehen. Also diese wirklich, keine Ahnung, schon sich am Aufribbeln sind. Das hätte ich bei der Hose noch ein bisschen mehr gefeiert. Ich sag mal so, das ist so das, was so Offset aktuell die ganze Zeit rockt, um jetzt mal einzunehmen, der halt jedem ein Begriff ist. Ja, und das habe ich unter anderem da gesehen und gedacht, ey, es wäre so nice, wenn ich auch eine habe. Die ist unten auch so ein bisschen ausgefranst und so unten ein bisschen weiter und das kommt auf die Air Force schon. Ja, das Ausgefranst ist sehr krass. Sehr cool, weil ich hatte auf Instagram auch schon eine Story damit gepostet. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns. Wir haben letztens noch bei dem LPU von Maximilian noch drüber gesprochen. So, dass es dieses Ausgefranste so gewollt, aber nicht gekonnt gibt. Ja, wo es dann aussieht, als hätte irgendein Zweijähriger mit einer Schere dran rumgebastelt. Und es gibt halt dieses, es sieht aus wie kaputt oder wie schon lange getragen, aber ist es halt nicht. Es ist halt new. Und das ist halt dieses nice Umgesetzte. Finde ich tausendmal mehr als diese Vibes. Kommen wir zur dritten Sache, die ich mir geholt habe. Und zwar hat mein Bro MBB Vogue mir diesen Hoodie gegönnt. Das ist sehr... Wie wird diese Marke nochmal ausgesprochen? Celine, glaube ich, ne? Eins in den Chat, wenn es Celine heißt. Ja, okay, ihr seid... Okay, ja, ihr wisst, wie es ausgesprochen wird. Wie es richtig ausgesprochen wird, okay. Ja, sehr korrekt. Ich habe mir den schon lange gewünscht, aber der hat, glaube ich, 700 oder 800 Euro gekostet, der. Und ich hatte den mal im Apropos anprobiert und habe so überlegt, okay, der ist schon relativ dünn und so... Auch wenn es nicht immer so wirkt, ich gehe wirklich vernünftig mit meinem Geld um. Zehner, okay. Und solche Aussagen werden nur getätigt von Leuten, die den wildesten Knacks haben, ja, also können mir auch passieren, ja, Knacks, da weiß man direkt, wenn du sowas sagst, Knacks. Celine Paris Hoodie, Celine Paris, ja, in beige mit einem, doch, ist schwarz, ich hatte überlegt, ob das vielleicht so ein ganz dunkles Grau, braun ist, aber nee, es ist schwarz, glaube ich, vielleicht so ein blasses, washed schwarz, Celine Paris, in so einem Filz, auf Druck. Hoodie ist okay so, aber haut mich jetzt nicht aus den Socken. Ist halt mehr oder weniger plakatives Gebrände, aber ist okay. Kommen wir zur nächsten Sache und zwar besser spät als nie. Ich weiß, ich bin spät dran. Jordan 4, einer meiner Lieblingsschuhe in letzter Zeit. Und zwar die Off-White. Ich glaube, zu dem Pickup muss ich nichts sagen. Ja, muss ich nicht sagen. Ich meine, das hätte ich ihm ja nicht geholt. Und das auch im Resell, ja. Also geisteskrank. Mein teuerster Kopf. Dieses Jahr, obwohl, ne, die LV-Trainer waren, glaube ich, noch mal ein bisschen teurer. Aber mich würde jetzt mal Real Talk interessieren, für wie viel der aktuell geht auf StockX. Ob der schon ein bisschen gestiegen ist. Oha! Ja, okay, in meiner Größe ist er noch relativ im Rahmen. Ich glaube, ich habe eine 9.
US 9. Da geht ja sogar Last Sale für 789. Wurde ich einfach über den Tisch gezogen. Aha. Du hast eine WUS 10,5? Echt? Du hast recht. Du hast einfach recht. Guck mal, wir haben gerade schon ein Indiz dafür gesehen, wie man den Knacks kriegt. Und jetzt den zweiten. Und der zweite ist, wenn du einfach dir selber nicht mehr bewusst bist, was du überhaupt in deinem Kleiderschrank hast. Ich guck nochmal. Ich will jetzt wissen, wie viel der geht. Weil ich habe no joke kurz Notbrennen gekriegt. Allein für, wie teuer war der jetzt? 790? 10 Euro? 20 Euro? Weniger? Notbrennen. Direkt da. Stäbchen Patrick lässt sich dann nämlich um keinen Cent verarschen. Aha. Hier sehen wir es nämlich. 1096 Euro dick im Plus gemacht. Aktienkäufer-Pad hier am Start. Aktionärspad. Beige. Ihr kennt alle diese Leute, ihr kennt auch wahrscheinlich alle den Schuh. Oh, man kann auch helle Laces reinmachen. Ich glaube, das werde ich machen. Das gefällt mir ein bisschen besser. Und ja, den habe ich bekommen von Style of Monarch. Style of Monarch. Vielen Dank an euch. Also ihr seht schon, also das ist einfach ganz konkret, was ich hier letzte alles hier so bekomme. Wilder Schuh. Jetzt brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Also bis jetzt für mich wahrscheinlich der beste Pickup. Ja, vielleicht sogar der Schuh des Jahres. Mal schauen. Aber auf jeden Fall in der Top 5 des Jahres. Safe. Zur nächsten Sache. Und zwar, das hatte ich euch schon erzählt. Viele, die mich aktiv verfolgen, die werden die Story wahrscheinlich schon kennen. Ich erzähle sie trotzdem nochmal. Ihr kennt ja diese Brille von mir. Das ist eine Jacques-Marie Marsch-Brille, die mir City Optik House gemacht hatte. Und Jacques-Marie Marsch ist irgendwie darauf aufmerksam geworden, weil die in Deutschland, warum auch immer, die ist super teuer. Ich habe die auch günstiger bekommen, weil ich halt mit City Optik House auch zusammenarbeite. Und dann war die halt einfach bei dem ausverkauft. Der hat alle nachgeordert und die waren wieder ausverkauft und die sind jetzt weltweit weg. Auch in Amerika und so. Das ist wirklich ganz krass. Und Jacques-Marie Marsch ist irgendwie darauf aufmerksam geworden und hat gesagt so, ey, dafür, dass das so... Also ich habe mit denen gar nicht zusammengearbeitet, also nur mit City Optik House und er halt auch nicht mit denen. Wir haben die Brillen ganz normal für den normalen Preis bei denen geordert. Und dann haben die gesagt, die möchten mir eine Brille schenken, einfach weil das so... Ja, so nice, wie beworben wurde. Dabei habe ich das ja nicht mal absichtlich beworben. Und ich glaube, das ist einfach besser, wenn ich im gesamten Video Werbung einblende, weil, ja, die haben mir einfach diese Brille hier nochmal geschenkt. Also die haben gesagt, ich darf mir ein Modell aussuchen, mir gefällt das am besten von denen. Und ja, dann haben die mir das nochmal zugeschickt. By the way, ich finde die Brille, die Justin da hat, wirklich ist eine sehr nice, sehr schöne Brille. Ich glaube, er wollte sich ja davor eine Cartier holen mit so einem Holzrahmen. Und die fand ich sehr lost. Wirklich, die fand ich sehr, sehr öde. Die war wirklich so, wie gesagt, so diese Physiotherapeuten-Vibes. Aber die gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr wild. Ihr kennt es schon, wie bei der Brille auch, Eldorado Nummer 229 von 450. Und hier noch so eine Gebrauchsanweisung da drin. Wenn wir das auch, kommt zwar schon die Brille entgegen. Warum brauche ich diese Brille hier nochmal? Ich finde die so nice und habe mir die einfach nochmal als Sonnenbrille machen lassen. Also das ist original eigentlich eine Sonnenbrille. Ich habe mir die aber mit statt 100% Schwärze habe ich die 80% genommen und auch wieder, weil hier ist ja so ein lila Fade drin, ich mir die in so einem blauen Lila machen lassen, aber nicht komplett getönt. Ich glaube, das ist 80 oder 70%, ich kann die mal anziehen. So sieht das dann aus, eigentlich genau wie die. Ich sehe fast gleich dadurch wie durch die andere, nur dass die ein bisschen mehr vor der Sonne schützt, aber ich könnte die jetzt auch nachts beim Autofahren oder so anziehen. Klar, er hat die jetzt geschenkt gekriegt, so dann kann ich den Move schon eher verstehen, aber ich hätte dann wahrscheinlich eine genommen, die wirklich komplett getönt ist, weil die ist halt... schon sehr, sehr ähnlich der anderen. Ja, wir machen heute wirklich die Knacksbedingungen. Ich glaube, als erstes hatten wir, wenn der Knacks zu späten Zeiten angetrudelt kommt und dich von der Seite hittet, dann Knacks, wenn du quasi nicht mehr weißt, was du überhaupt gekauft hast. Und dritter Knacks ist, wenn du dir Sachen doppelt und dreifach kaufst. Und zu guter Letzt, Leute, habe ich dann auch noch was zugeschickt bekommen von Vans. Und zwar wisst ihr ja, dass ich mir diese blauen Paisley-Vans gekauft habe. Die habe ich einfach auf so einer Webseite bestellt und die haben das gesehen und gefeiert und haben mir jetzt auch einfach noch den roten Colorway davon zugeschickt. Ist das ja doch die Elesse? Leute, wie hat mich diese komische Brand ausgesprochen? Elesse? Elysee? Esel? Esel schreiben die Leute, ne? Irgendwie erinnert mich dieser Schuh daran. Hier unten. I don't know. Fühle ich nicht. Ich meine, ein Geschenken-Gau schaut man nicht ins Maul. Her damit. Aber so will ich mir den nicht kaufen. Nice, dass ich das alles so bekomme. Ich habe die gleiche Schuhe jetzt nochmal in Rot. Kann ich mich dann entscheiden, ob ich bei den Bloods oder den Crips bin. Rotes Paisley oder Blaues. Ja, das war's auch eigentlich schon. Gut, ey, bis auf die Vans gefällt mir wirklich alles. Also ungelogen. Bis auf die Vans fühle ich. Die Brille ist nice. Mein Favorite ist auf jeden Fall der Jordan 4er. Die Hose ist auch
absolut stabil. Air Force One. Hätte ich mir mal lieber den gekauft, als die, die ich mir da gegönnt habe. Ja, aber die Vans, so, da sehe ich mich nicht drin. Alles andere, absolut legitim.